Endlich ist es nun soweit, unser neuer CX-60 Diesel ist eingetroffen und hier seht ihr ihn also, unseren 3,3 Liter Sechszylinder. Hier jetzt in der Version mit 200 PS und Hinterradantrieb, 450 Newtonmeter hat er dann. Und heute in diesem Video wollen wir euch einen ersten Eindruck von diesem Fahrzeug vermitteln. Ich werde euch zeigen, was ist neu, was hat sich verändert. Wir werden natürlich auch eine Verbrauchsfahrt mit dem Fahrzeug durchführen. Ich will natürlich auch wissen, ob denn diese Farbewerte im Prospekt auch überhaupt zu erreichen sind. All das in diesem Video, bleibt dran, es wird auf jeden Fall spannend. Gleich nach dem Intro legen wir los. Hallo, ich begrüße euch mal wieder zu einem neuen Video von Schuster Automobile und wie im Intro schon angekündigt, dreht sich heute alles um den CX-60 Diesel. Und wenn das Auto schon so schön hier bei mir steht, schauen wir doch erstmal an, wie man eigentlich von außen erkennen kann, ob es sich um Diesel oder um Plug-in-Hybriden handelt. Und das ist nämlich gar nicht so einfach. Es gibt eigentlich nur zwei große Unterscheidungsmerkmale von außen. Das ist zum einen mal hier dieses Badge, wie man das so schön nennt, also dieses Logo. Das hat natürlich der Plug-in-Hybrid auch. Hier bei diesem Fahrzeug steht allerdings Inline 6, was so viel heißt wie rein Sechszylinder. Und beim Plug-in-Hybrid steht MPHEV. Da. Am Heck haben wir allerdings noch mal ein Unterscheidungsmerkmal und das zeige ich euch am besten mal direkt. Hier auf der rechten Seite steht jetzt beim Diesel eSky Active D, also für Diesel. Beim PHEV steht fast das gleiche da, nur am Ende eben PHEV. Und weil es sich hier bei diesem Fahrzeug um einen Heckantriebler handelt, haben wir jetzt nicht das AWD, sondern jetzt hier unser Logo. Das heißt, daran könnte man auch schon so ein bisschen erkennen, dass es sich hier um Diesel wohl handeln muss, denn der Plug-in, den gibt es grundsätzlich nur als Allrad. Die 200 PS Diesel-Variante, die gibt es also grundsätzlich als Hinterradantrieb und die große Motorisierung dann, die wird dann auch immer dauerhaft mit Allrad angeboten. Es gibt noch einen kleinen optischen Unterschied, den sieht man allerdings von außen nicht besonders. Wir haben ja auch wieder diese Auspuffblenden, damit das Ganze auch ein bisschen sportlich aussieht. Allerdings befindet sich, wenn man ein bisschen tiefer steigt, nur hier bei dem Diesel auf der rechten Seite eine Auspuffanlage. Die ist hier zweiflutig. Beim Benziner waren auf der linken und rechten Seite jeweils ein Auspuff und der war dann einflutig. Aber grundsätzlich von außen kann man da relativ wenig erkennen. Die größten Unterschiede gibt es natürlich wie immer im Motorraum und deswegen mache ich den mal auf und wir schauen uns mal das neue Motörchen an. Ja, und ich hatte gerade schon so provokativ Motörchen gesagt, das hat natürlich einen Grund, ihr seht schon allein an der schieren Größe von dieser Motorabdeckung, dass da wohl was Großes drunter steckt und wir schauen mal einen Blick näher drauf. Motorabdeckung finde ich eigentlich ganz schön gemacht, die kann man hier einhaken, das heißt man hat das schon mal aus der Hand. Viele muss man komplett ausbauen, das geht hier wesentlich einfacher und man sieht dann unter der Abdeckung nochmal eine Abdeckung, hat natürlich wiederum geräuschisolierende Gründe und natürlich auch mal von der Wärme. Die mache ich auch mal noch weg für euch. So, die hängt ein bisschen. Ich glaube, jetzt kann man auch schon mal ganz gut sehen, was das doch für ein ordentlicher Motor ist, der da reingebaut ist. Und ihr seht schon, wir haben hier die Injektoren der Länge nach angeordnet. Wir haben also einen reinen Sechszylinder längs eingebaut. Das bedeutet, das Fahrzeug ist also grundsätzlich mal als Hinterradantrieb konzeptioniert gewesen. Und beim Plug-in-Hybrid hatten wir dann eben grundsätzlich nochmal ein Verteilergetriebe, um eben auch die vordere Achse antreiben zu können. Hier jetzt eben als 200 PS-Variante als Hecktriebler. Schauen wir mal noch ein bisschen näher hin, was uns da noch so im Motorraum erwartet. Hier auf der linken Seite haben wir übrigens den Partikelfilter, relativ großes Teil vor dem Partikelfilter. Übrigens hier die AdBlue-Einspritzung. Wir haben bei dem Fahrzeug noch einen AdBlue-Tank mit dabei. Das Fahrzeug wird ja auch in Zukunft dann schon fast für Euro 7 vorbereitet sein. Und mit AdBlue funktioniert es eben ganz gut. Tank ist ungefähr so 13 Liter groß. Etwas tiefer haben wir dann hier den Turbolader. Ist natürlich schon ein schnuckeliges Schätzchen. Wir haben jetzt bei diesem Fahrzeug keine Doppelturbo-Aufladung, wie es beispielsweise jetzt beim 2,2 Liter Diesel ist. Das hat wahrscheinlich mehrere Gründe. Zum einen haben wir hier noch ein Mild-Hybrid-System drinnen. Das heißt, wir haben einen Elektromotor, der das Fahrzeug eben beim Anfahren oder beim Segeln, also beim Gleiten, unterstützt und dadurch so ein bisschen auch dieses Turboloch kaschiert. Und deswegen konnte man hier eben ein bisschen größeren Turbolader und nur einen Turbolader einbauen. Dadurch ist die ganze Konstruktion natürlich auch ein bisschen einfacher. Falls euch übrigens gerade wundert, was hier so laut ist im Hintergrund, bei uns ist gerade eine riesen Baustelle auf der Straße, also bitte ignoriert das einfach. Schauen wir uns hier auf der rechten Seite das Ganze nochmal an. Nochmal hier was Besonderes. Das ist also der Ladeluftkühler. Bei uns jetzt hier flüssigkeitsgekühlt. Ist tatsächlich auch eine Besonderheit. Die meisten Fahrzeuge haben eben luftgekühlten Ladeluftkühler. Man sieht hier auch noch, wir haben hier noch einen Ölmessstab, ist aber grundsätzlich so, dass das Fahrzeug auch ganz normal digital den Ölstand misst. Also man muss tatsächlich jedes Mal den Ölmessstab ziehen. Ist für mich als kleine Person auch nicht ganz so angenehm, jetzt hier den Ölzustand zu messen. Aber wie gesagt, das macht das Auto von innen ganz einfach. Ich mache jetzt hier mal den Deckel wieder zu und dann hätte ich gesagt, machen wir noch einen kleinen Soundcheck, bevor es losgeht. Musik.
Der Diesel klingt natürlich jetzt nicht so sportlich wie ein vergleichbarer Benziner. Außerdem nimmt natürlich auch der Partikelfilter einiges an Klang weg. Aber grundsätzlich finde ich den Klang hier wirklich schon sehr schön. Und gerade auch diese 3,3 Liter mit dem 6-Zylinder klingt extrem samtig und sehr souverän. Im Vergleich zum 2,2 Liter merkt man hier wirklich auch, dass das Ganze nochmal ein bisschen tiefer ist, ein bisschen bassiger. Und das gefällt mir wirklich gut. Klingt so ein bisschen wie so ein Powerboot, sage ich immer. Ansonsten schreibt uns gerne auch mal in die Kommentare rein, was ihr zu diesem Motor überhaupt denkt. 3,3 Liter Diesel, 6-Zylinder, passt das überhaupt noch in diese Zeit? Oder sagt ihr, Mensch, Wahnsinn, will ich haben, das wäre eigentlich der perfekte Motor für dieses Auto. Wir haben jetzt euch schon mal so ein bisschen die äußerlichen Unterschiede gezeigt. So viel war es ja nicht. Ich werde natürlich euch dann während des Fahrens auch noch ein paar Unterschiede in der Technik zeigen. Wir gehen mal aufs Getriebe, Fahrwerk und viele andere Themen noch ein. Das mache ich aber am besten beim Fahren. Da kann man das ein bisschen miteinander kombinieren. Das soll es jetzt also mal von außen heute bleiben. Lasst uns mal kurz heute über die Verbrauchsfahrt sprechen. Mazda hat jetzt hier relativ große Versprechen in die Prospekte reingeschrieben. Wir haben hier eine Werksangabe von 4,9 Liter bei diesem Fahrzeug. Mich interessiert natürlich heute, ob denn das wirklich auch erreicht werden kann. Und dadurch, dass es natürlich jetzt hier noch komplett in Winterzeit ist, haben wir hier bei dem Fahrzeug aktuell auch noch Winterräder drauf. Und damit wir möglichst reale Testergebnisse haben, habe ich jetzt hier die 20 Zöller draufgepackt. Das ist ja jetzt hier die Humura-Variante. Normalerweise hätte er diese schwarz glänzenden Felgen. Hier haben wir uns jetzt hier eben für dieses diamantpolierte Design entschieden. Das finde ich persönlich sehr schick und passt auch gut zu der weißen Farbe. Und das wird sicherlich auch noch mal so ein bisschen Sprit heute kosten, aber da werden wir nachher dann Marcel im Auto noch mal so unsere Schätzungen abgeben. Wie gesagt, mir geht es heute darum, wir haben jetzt so circa, ich muss nachher noch mal schauen, 3-4 Grad, Winterreifen drauf, was kann man heute in Realität erreichen. Wir werden heute wieder unsere bekannte Verbrauchsrunde fahren, die ihr schon von den letzten Videos kennt, allerdings leicht modifiziert. Das hat folgenden Hintergrund, und zwar haben wir da auch einen freundlichen Hinweis von einem YouTuber bekommen, dass es eigentlich noch präziser wäre, wenn wir nicht die Runde immer nur im Kreis fahren, sondern sozusagen einmal fahren, dann wenden und wieder zurückfahren, sodass wir wirklich alle, wie soll ich sagen, Eventualitäten ausschließen können. Und deswegen werden wir heute also ungefähr 66 Kilometer fahren. Davor gehen wir natürlich noch zur Tankstelle, tanken den Tank wieder komplett bis zum Rand voll, so wie wir es auch in der Vergangenheit gemacht haben. Das gleiche dann nochmal am Ende der Verbrauchsfahrt, und so können wir dann auch wirklich den tatsächlichen Verbrauch des Fahrzeuges ermitteln. Und ich bin auch schon wirklich gespannt. Es gibt ja schon einige Videos auf YouTube zu finden, wo das Fahrzeug im Verbrauch getestet wurde. Der Mazda hatte kürzlich einige Influencer nach Barcelona eingeladen und hat da so eine Art Verbrauchswettbewerb draus gemacht. Da bin ich mal gespannt, ob die dann wirklich, ja, ich sag mal, geschlichen sind oder was da jetzt für Verbräuche raus gekommen sind, dann können wir das heute auch mal gut unter reellen Verbindungen hier in Deutschland testen, insbesondere eben noch mal mit Winterreifen dazu. Also lange genug geredet, ich hätte gesagt, wir packen uns jetzt hier schön warm im Auto ein, fahren mal zur Tankstelle und dann geht es schon mit tanken los. Wir hatten gerade noch so eine spontane Idee, und zwar sind wir mit dem neuen Diesel jetzt mal auf die Waage gefahren. Das hatten wir ja schon mal mit dem Plug-in und dem Anhänger gemacht. Mich hat das wirklich mal interessiert, ob auch das Fahrzeug vom Gewicht her ungefähr mit den Angaben im Prospekt übereinstimmt. Wir hatten ein Leergewicht, also man muss dazu sagen, ein Leergewicht des Fahrzeuges ohne mich. Der Tank ist jetzt fast voll von 1940 Kilogramm, wobei die Waage immer so ein bisschen hin und her gesprungen ist zwischen 1920 und 1940. Also die hat nur so 20 Kilogramm Sprünge gemacht. Wir wollten euch das gerne aufnehmen, allerdings war da gerade so viel los, da hätte man den ganzen Betrieb aufgehalten. Deswegen haben wir einfach nur ein kurzes Foto gemacht. Und 1940 Kilogramm können wir jetzt mit der Werksangabe vergleichen. Da müssen wir allerdings ein bisschen umrechnen. Das Fahrzeug selber ist angegeben von 1890 bis 1980 Kilogramm im Prospekt. Und wir haben jetzt hier Vollausstattung mit Panoramadach, sollten uns also am oberen Ende aufhalten. Das Leergewicht im Prospekt ist allerdings immer angegeben mit 3/4 vollem Tank und einem Fahrer mit 75 Kilo. Und ich bin ja vorhin ausgestiegen, 1940, wenn wir jetzt mal von diesem Wert ausgehen. Ich nehme jetzt einfach mal 75 Kilo dazu, dann sind wir bei 2 Tonnen und 15 Kilo. 3/4 voller Tank, ich ziehe jetzt einfach mal von den 58 Liter 15 Liter ab. Da bin ich also bei 2 Tonnen, also 20 Kilogramm sozusagen über der Werksangabe. Ich würde sagen, das liegt innerhalb des Toleranzbereiches. War auch zu erwarten, wie gesagt, aufgrund der Vollausstattung hier. Panoramadach wiegt natürlich auch einiges. Okay, wir sind jetzt eigentlich auch schon gleich bei der Tanksäule. Und wir fahren zu unserer Tankstelle. Und da gibt es eben auch schon eine Besonderheit. Es hat ja extra bei dem Plug-in-Hybrid ein Video gegeben von uns, wo ich euch erklärt hatte, wie das mit dem Tanken funktioniert, weil da ja extra hier am Armaturenbrett so eine Taste war, die man vorher drücken musste. Und unter bestimmten Bedingungen konnte es tatsächlich ein paar Sekunden dauern, bis der Tankdeckel aufgeht, weil das Auto einen Hochdrucktank hat. Das haben wir jetzt hier beim Diesel nicht. Wir haben einen ganz normalen Tankdeckel, das heißt, es gibt auch keine
Taste, die man drücken kann. Ihr müsst einfach nur wie gewohnt auf den Tankdeckel tippen, dann springt er schon auf. Also relativ einfach, zeigen wir euch aber gleich jetzt mal, wenn wir hier angekommen sind. So wie gerade schon beschrieben, einfach nur hier mit dem Finger drauf tippen. Das Ganze ist natürlich nur möglich, wenn das Fahrzeug aufgesperrt ist. Sobald es verriegelt ist, ist diese Funktion deaktiviert. Hier haben wir schon mal zwei mögliche Öffnungen. Wir haben einmal natürlich den Dieseltank und rechts dann der AdBlue. Finde ich auch ganz angenehm, dass man hier direkt auch den AdBlue befüllen kann. Es gibt auch einige Fahrzeuge, das ist hinten an dem Kofferraum. Da ist dann immer eine große Sauerei. Das ist hier natürlich ein bisschen einfacher. Und man hat hier auf der linken Seite auch schön die Möglichkeit, hier diesen Deckel da abzulegen, dass das Ding nicht in der Gegend rumbaumelt. Hatte ich auch mal dem einen oder andere Video schon vergessen. Okay, wir tanken jetzt mal voll, allzu viel sollte da nicht reinpassen. Und wir machen ihn jetzt also wirklich bis zur Kante randvoll, wenn was rauskommt. Im Moment kommt nichts raus. Also ich wechsle jetzt mal kurz die Tanksäule. Hier hat jemand getankt, der hat vergessen zu bezahlen. Ich fahre jetzt einfach mal da vorne, weil jetzt ja gerade ein riesen Stau an der Kasse ist. So, neue Tanksäule, neue Glück. Sah gut aus. So, ich denke, ihr könnt sehen, der Tank ist komplett voll. Jawohl. Ich gehe kurz bezahlen, es könnte ein bisschen länger dauern und dann geht's gleich los. So, die Story muss ich euch kurz noch mal erzählen. Ich war jetzt gerade an der Kasse gestanden. Die Kassiererin hat sich noch mal riesig bedankt. Sie hat jetzt eben gerade durch Zufall noch jemanden erwischt, der tatsächlich jetzt an unserer Tanksäule, wo wir zuerst waren, getankt hatte und einfach losgefahren ist. Aber er war noch hier auf dem Rastplatz gestanden. Er hat jetzt auch bezahlt. War ein riesen Tohuwabohu, habe ich so auch noch nie erlebt. Aber jetzt starten wir mal mit unserer Verbrauchsfahrt endlich. Bevor ich hier den Motor starte, würde ich mit euch kurz die Daten abchecken. Kilometerstand, Tankstand und so weiter. Und am besten, wir fangen mal hier vorne am Tacho an. Ich habe hier schon gleich den Tageskilometerzähler stehen. Jawohl. Wir haben hier Tageskilometerzähler auf 0. Zack. Jawohl. 4 Grad Außentemperatur. Tank ist auf der rechten Seite voll. Das dauert noch ein Momentchen, bis der nach oben springt. Motor ist noch nicht so richtig warm, aber das passt jetzt auch für unsere Probefahrt. Ist vollkommen okay. Und den Bordcomputer, der rechts steht, den werde ich jetzt auch nochmal auf 0 setzen. So, ich würde sagen, starten wir den Motor und fahren schon mal in Richtung unserer Verbrauchsrunde. Wenn ich jetzt auf dem Weg zu den ersten Kilometern bin, lass uns noch kurz über die Rahmenbedingungen sprechen. Temperatur hatte ich gerade schon gesagt, 4 Grad. Wir fahren heute mit Heizung, logischerweise bei den Temperaturen. Marcel und ich haben es uns relativ kuschelig eingestellt, wobei mit Jacke, ich stelle es mir mal ein bisschen kühler. Wir haben hier eine Klimaautomatik, du darfst es dir gerne dann ein bisschen wärmer einstellen. Warum sage ich das so explizit? Bei diesen Verbrauchstests kommt es schon auch darauf an, ob man jetzt eben mit Heizung, Klimaanlage oder ohne fährt. Denn diese ganzen Tests, also ich sage jetzt mal diesen WLTP-Zyklus oder der NEFZ-Zyklus, der ältere, die werden also grundsätzlich ohne Heizung, ohne Klimaanlage, ohne elektrische Verbraucher gefahren, also ohne Radio, ohne alles, um natürlich einen niedrigen Verbrauch zu erzielen. Der WLTP-Zyklus, das ist ja sozusagen der neuere, der realitätsnähere, und wie der Begriff realitätsnah schon andeutet, versucht man hier schon irgendwo, ja, Werte zu ermitteln, die in irgendeiner Form auch in Realität auftreten können. Aber wie schon gesagt, ohne Heizung, ohne Klima. Außentemperatur übrigens 23 Grad bei diesem Test. Und es wird dieser Test dann auch in vier Phasen unterteilt. Also es wird auch ein bisschen flotter gefahren. Es gibt nicht so viele Standzeiten. Aber grundsätzlich ist das doch eher von der Geschwindigkeit eher gemäßigt. Also wir werden heute sicherlich ein bisschen flotter unterwegs sein. Von daher wäre es prinzipiell auch okay, wenn wir einen etwas höheren Verbrauch hätten. Und ich versuche heute auch jetzt nicht ganz so jetzt irgendwie Windschatten zu fahren, sondern es wird jetzt einfach hier eine Verbrauchsrunde, vorausschauende Fahrweise. Das heißt, sehe ich irgendwo eine rote Ampel, dann werde ich jetzt nicht auf diese rote Ampel drauf zufahren und dann voll in die Bremse steigen, sondern natürlich auch hier die Rekuperation bei diesem Fahrzeug ausnutzen, damit wir möglichst viel Energie in den Akku reinpacken. Wir wollen ja auch schauen, was das Auto tatsächlich ja in so einer effizienten Runde an Verbrauch hat. Aber wie gesagt, kein Schleichen, kein Rollen und kein Windschattenfahren hinterm LKW. Wir haben jetzt heute auch einen schönen Mix. Das heißt, wir fahren jetzt erstmal ein Stückchen Landstraße Richtung Ansbach, fahren dann durch die Stadt durch, haben da so unsere kleinen Wege, Gässchen mit 20-30 km/h, Kopfsteinpflaster, da kann man das Fahrwerk dann auch nochmal testen. Und natürlich dann auch wieder Landstraße, Autobahn, da werden wir uns an die Richtgeschwindigkeit halten, also 130 km/h.
Wir kommen jetzt eigentlich auch schon zu unserer ersten Abfahrt, wo wir auch beim Plug-in-Hybrid auch dieses Rekuperationsprinzip hier mal erklärt hatten. Und das kann ich hier bei diesem Fahrzeug eigentlich auch tun, ein bisschen abwandeln, weil wir natürlich ein anderes System haben. Und grundsätzlich muss man sagen, Mild-Hybrid und Plug-in-Hybrid unterscheiden sich jetzt rein technisch gesehen gar nicht so gravierend. Es ist so, beim Plug-in-Hybrid haben wir einfach einen deutlich stärkeren Elektromotor und einen deutlich größeren Akku. Und beim Mild-Hybrid ist es so, da haben wir im Endeffekt nur eine Unterstützung beim Anfahren oder beim Gleiten. Und natürlich auch einen deutlich kleineren Akku, weil der auch nicht von extern geladen werden kann. Und ich stelle jetzt hier auch mal auf den Bordcomputer, wo wir ganz gut sehen können, was eigentlich mit der Energie hier in diesem Auto passiert. Und schaut euch mal diese Anzeige an. Bei uns geht es jetzt gerade so ein bisschen bergab. Es ist eine 60er-Zone, das heißt, ich rolle gerade, fahre ein bisschen schneller als 60. Ihr seht hier unten mal unseren Lithium-Ionen-Akku. Der hat übrigens 0,33 Kilowattstunden, 48 Volt System. Und wer jetzt mit diesen elektrischen Begriffen jetzt nicht so viel anfangen kann, das ist ungefähr so 60% von dem E-Bike-Akku. Ne? Allerdings 48 Volt System ist der stärkste Mild-Hybrid, den wir momentan im Angebot haben. Alle bisherigen Systeme haben 24 Volt gehabt, bei Mazda 3 CX-30, also hier schon mal deutlich potenter. Das ist der Elektromotor. Der hat bei diesem Fahrzeug doch beachtliche 153 Newtonmeter und 17 PS, wenn ich das jetzt mal noch mit PS angebe. Ihr seht es schon mal, wir generieren oder rekuperieren jetzt Energie in den Akku. Der fließt jetzt hier rein. Man sieht also schon direkt. Und wenn ich jetzt hier ein bisschen auf die Bremse gehe, dann seht ihr auch, wird das ein bisschen dicker. Man sieht es hier vorne auch im Tacho ganz gut. Da gibt es hier neben dem Verbrauch, ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Vielleicht kannst du es gerade einfangen, so ein bisschen spontan. Seht ihr hier diese blauen Striche? Und wenn ich jetzt ein bisschen auf die Bremse gehe, seht ihr, das wird mehr. Gehe ich jetzt hier wieder runter, von der Bremse wird das weniger. Also man kann das auch sehr, sehr schön steuern. Beim Plug-in-Hybrid war das links, da geht das so ein bisschen in diesen Charge-Bereich rein und man konnte dann auch zwei Rekuperationsstufen einstellen. Die gibt es jetzt tatsächlich nicht beim Diesel. Es gibt also einfach nur diese eine Rekuperation, die kann man eben sehr gut auch mit der Bremse steuern. Und da ist es eben genauso auch wie beim Plug-in, geht man so ein bisschen sanft auf die Bremse, orientiert sich so ein bisschen an diesem blauen Balken, dann kann man natürlich das Maximale an Energie auch in diesen Akku reinpacken. Und wenn man dann extrem stark auf die Bremse geht, dann kommt eben noch die Bremsscheibe mit dazu, zum Beispiel wenn man jetzt eben eine Ampel anhält oder bei einer Vollbremsung jetzt mal beispielsweise. Und ihr seht schon, wir sind jetzt hier bergrunter unterwegs gewesen, ihr seht, der Akku hat sich schon ganz gut gefüllt. Aber er ist nicht ganz voll geworden und das ist jetzt auch was mich heute so ein bisschen interessiert. Man denkt ja im ersten Moment, warum haben die da so einen kleinen Akku reingepackt? Wäre doch viel cleverer, wenn man den irgendwie doppelt so groß, viermal so groß gemacht hätte. Und grundsätzlich ist die Akkugröße allerdings so gewählt, das soll möglichst ein Effizienzoptimum sein. Das heißt, der Akku soll schnell entladen und geladen werden und möglichst viel auch ausgenutzt werden. Also es bringt jetzt nicht, da irgendwie die vierfache Größe reinzubringen, wenn der Akku immer nur bei 10-20% ist. Und ihr seht schon, wir hatten eine relativ lange Phase des Rollens, des Bremsens. Und trotzdem ist der Akku nicht richtig voll. Also ich glaube, die Größe jetzt so vom ersten Eindruck ist gut gewählt. Viel mehr wird auch nicht Sinn machen, weil es selten ist, dass man dann wirklich so lange Abfahrtpassagen hat. Und für die ein, zwei Mal, wo man dann irgendwie einen Berg runterfährt, okay, dann brauchen wir jetzt nicht extra einen größeren Akku, aber so für den Stadtverkehr. Bin jetzt auch mal wirklich gespannt, wie sich das System hier verhält. Das erste Mal, dass ich jetzt mit dem 48-Volt-System unterwegs bin in der Stadt. Und ich hatte gerade schon gesehen, ich weiß nicht, ob wir es auf der Kamera vielleicht noch erwischt haben, der hat jetzt beim Runterfahren, hat er sogar ganz kurz den Motor ausgemacht und dann stand da iStop da, aber ich denke, das werden wir vielleicht noch mal so ein bisschen einfangen. Das hat der Mazda 3 und CX-30 auch gehabt, allerdings nur so ganz kurz vor der Ampel. Also die ersten iStop-Systeme, die waren so, da musste man stehen und dann ging der in Start-Stopp-Modus. Beim Mazda 3 war es dann schon so oder so, ich würde so gefühlt sagen, so bei 20 oder 10 km/h, wenn man das unterschritten hat, dann ging der Start-Stopp-Modus an. Und bei dem Fahrzeug war es jetzt also tatsächlich bei 80 oder so, also ohne irgend jetzt eine Geschwindigkeitsbeschränkung vorzugeben. Und dann geht er sozusagen aus. Springt dann, also ich habe das vorhin kaum gemerkt, weil die Kamera mich so ein bisschen abgelenkt hatte, aber er sprang dann eigentlich sofort wieder an, ohne dass ich jetzt gespürt habe. Hier sieht das gerade, aber es ist wahrscheinlich ein bisschen zu spontan. Ich fahre jetzt gerade hier 70, fast 80 und ihr seht, der Motor ist komplett aus, iStop. Ich rolle jetzt hier an die Ampel ran, okay, sie ist rot, natürlich immer in der Stadt, jetzt habe ich vergessen zu bremsen. Und die ganze Zeit war das Auto jetzt komplett ausgeschaltet, wir sind nur gerollt. Jetzt hier vielleicht auch mal ganz gut zu sehen, Marcel, hier sieht man, jetzt unterstützt der
Elektromotor. Jetzt muss ich in der Vergangenheitsform sprechen. Er hat unterstützt. Ich versuche nochmal, das zu provozieren. Er ist ein bisschen nah. Okay, er holt sich wieder beim Rollen und ich gebe jetzt wieder Gas. Seht ihr, jetzt haben wir praktisch Diesel und Elektro gemeinsam. Ist immer so eine kurze Phase. Diese 153 Newtonmeter hat der Elektromotor übrigens bei 2000 Umdrehungen. Und daran sieht man schon, dass das jetzt also nicht für Hochgeschwindigkeit gedacht ist, sondern wirklich nur zum Anfahren. Stellt euch das ungefähr so vor, ihr fahrt irgendwie Fahrrad und euch schubst so am Berg beim Anfahren jemand an, sodass ihr sozusagen schon so ein bisschen den ersten Schwung bekommt. Und damit gleicht man so ein bisschen die Schwachstellen eines Benziners oder eines Diesels aus. Und das ist eben dieses typische Anfahren, da haben wir immer einen relativ hohen Verbrauch. Und so beim Gleiten, also so gemächlich dahinrollen, da reichen dann diese 17 PS natürlich auch aus und die Akkugröße. Und die Sonne steht ein bisschen tief. Und da reicht es dann auch aus, das Auto so ein bisschen auf Geschwindigkeit zu halten. Ja, das Gleiche, ich rolle jetzt hier eigentlich auf die Ampel drauf zu. Motor ist wieder im Start-Stopp-Modus. Wir regenerieren hier schon mal Energie. Und schaut euch das mal an. Wir sind jetzt hier, ja, gerade mal irgendwie 4 Kilometer gefahren, 7 Kilometer gefahren. Und wir waren jetzt schon fast 2 Minuten im Start-Stopp-Modus. Also 2 Minuten von der ganzen Fahrt war der Motor gar nicht an. Wir haben schon 0,18 Kilowattstunden generiert, finde ich auch ganz ordentlich. Und die wären im Endeffekt nicht möglich gewesen, wenn wir so ein System jetzt hier nicht hätten. Wenn wir jetzt hier an der Ampel weiterfahren, haben wir auch ein schönes Stück, also in Anführungszeichen ein schönes Stück Kopfsteinpflaster. Und ich bin noch mal wirklich gespannt, ob Mazda hier jetzt schon das veränderte Fahrwerk in dem Auto eingebaut hat und wie sich das Auto grundsätzlich mal fährt. Er hat ja 150 Kilo circa weniger als der Plug-in. Und eigentlich sollte er so ein bisschen, ja, ich sag mal, vielleicht ein bisschen weicher abrollen, bin ich mal gespannt. Vielleicht ist er ein bisschen weicher gefedert auch als der Plug-in, weil wir einfach ein bisschen weniger Gewicht dabei haben. Wir warten jetzt mal kurz, bis grün ist und dann gebe ich euch da Feedback. So, Kopfsteinpflaster fängt an. Bin mal ganz ruhig, höre mir das mal so ein bisschen an. Aber die Sonne steht echt tief heute. Also ist natürlich schwierig, es war jetzt kein besonders langes Stück, aber grundsätzlich relativ holprig. Ich persönlich finde, er federt tatsächlich etwas angenehmer, etwas weicher ab. Also grundsätzlich sind natürlich beide schon ein bisschen straffer abgestimmt. Das wurde ja auch schon häufiger auch von euch gesagt. Das ist eher eine sportliche Abstimmung. Mazda wollte hier so ein bisschen die Gene auch vom MX-5 in diesem Fahrzeug haben, hat das Fahrwerk auch dementsprechend so abgestimmt. Aber das hier hat mir jetzt tatsächlich beim Diesel etwas besser gefallen. Also ich kann es jetzt nicht 100% auf den Punkt bringen, aber das ist einfach so ein Gefühl von mir, dass er jetzt hier auf dem Kopfsteinpflaster ein bisschen souveräner abgefedert ist, etwas weicher, komfortabler, finde ich jetzt persönlich. Was mir auch schon aufgefallen ist, auch wenn wir jetzt noch nicht so lange gefahren sind, ich finde, das Getriebe selber fühlt sich für mich ein bisschen stimmiger an. Es sind überhaupt keinerlei Schaltvorgänge im Moment zu spüren, kein Rucken, kein sonstiges, keine Geräusche in irgendeiner Form. Ich finde, dass das Getriebe selber, wenn man jetzt so mal an den Plug-in denkt, wirkt mit dem Diesel einfach wie so ein richtig viel harmonischer, also als wenn sie zusammenpassen würden. Man hat hier natürlich auch nicht ganz so viel Technik verbaut wie jetzt eben beim Plug-in. Da muss man natürlich wesentlich mehr arbeiten, den Elektromotor stoppen, starten, abstimmen und so weiter. Hier ist es ja bei dem Mild-Hybrid ein bisschen einfacher von der Konstruktion, aber ich bin der Meinung, dass das hier schon mal so als erster Eindruck auch viel angenehmer läuft, viel ruhiger, entspannter. Der Diesel hat natürlich auch sehr viel Drehmoment. Das heißt, der muss natürlich auch nicht so häufig geschalten werden. Den kann man hier super schaltfaul fahren. Ich fahre jetzt hier irgendwo mit 1200 Umdrehungen durch die Stadt. Also wirklich super angenehm, kaum zu hören, der Motor, obwohl er wirklich schön klingt. Ich hoffe, wir können nachher auch mal ein bisschen rausbeschleunigen. Und wenn wir jetzt hier so durch die Stadt fahren, schauen wir doch mal den ersten Wert an. Marcel, du hast jetzt vielleicht schon manche Spitzen können, wir müssen heute noch schätzen. Aber lass uns mal kurz drauf gucken. Wir haben jetzt hier einen Wert stehen von 5,6 Liter durch die Stadt. Finde ich doch eigentlich schon mal ganz gut. Motor war nicht warm. Und grundsätzlich ist der Stadtverkehr ist natürlich auch nicht gerade so die Schokoladenseite von einem Benziner oder vom Diesel. Und deswegen finde ich das schon mal ganz okay jetzt vom ersten Wert. Wir sind jetzt natürlich schon ein bisschen versaut, sage ich jetzt mal, von den Videos, die schon hochgeladen wurden. Da wurden ja Werte, also ich sage jetzt mal im Durchschnitt zwischen 4,5 und 5 Litern ermittelt. Aber was denkst du jetzt mit Winterrädern? Heute bei gerade im Moment 5 Grad in der Sonne, Heizung an,
Du hast bestimmt auch ordentlich die Frühstück und Mittag gegessen, oder? Zu zweit im Auto. Also ich merke schon, du fährst jetzt auch überhaupt nicht zaghaft. Also ist jetzt gar nicht so die Eco-Runde tatsächlich. Aber ich sag mal, wenn der minimal die Werksangabe unterschreitet, dann wäre das schon eine tolle Sache. Also mit Winterrädern, das glaube ich, wird schon schwer. Weil die sind ja, wo die in Barcelona unterwegs waren, ne? Ich glaube, die haben irgendwas so von um die 10 Grad gesagt. Das Wetter war jetzt auch nicht gerade Bombe. Ne? Aber die haben alle Sommerräder drauf gehabt, haben natürlich auch irgendwo sich gegenseitig angestachelt bei diesem Wettbewerb, weil die haben garantiert irgendeinen Preis ausgelobt, dass sie gesagt haben, okay, wer da jetzt am wenigsten verbraucht, der kriegt irgendwas. Von daher würde ich das jetzt mal nicht so unbedingt als realitätsnah sehen. Also du sagst so, was weiß ich, 4,9 ist ja angegeben. Also ich sage jetzt einfach mal 4,7. Ja? 4,7, okay. Minimal drunter, ja. Das wird auch was. Okay, also es ist gar nicht so knifflig. Ich versuche es immer so ein bisschen mit dem CX-5 zu vergleichen. Ist ein bisschen schwierig natürlich, weil der CX-5 hat einen kleineren Motor, hat einen Sechsgang-Automatik, hatte Allrad, den ich hatte. Und ich habe das Auto, ich habe es ja schon mal gesagt, den fahre ich so im Schnitt 6,5, 7 Liter, ne? Aber halt 4 Zylinder. Aber ist Allrad, oder? Hat er Allrad, ja, er hat Allrad. Aber gut, er hat 184 PS, also der hat jetzt schon mal ein paar mehr. Wiegt aber auch gute 300 Kilo mehr. Also das gleicht sich schon alles irgendwie auf jeden Fall locker wieder aus. Ich sage mit Winterrädern 5,3. Okay. Ja, also ein bisschen über der Werksangabe, das wäre auch vollkommen okay. Wie gesagt, Winterreifen drauf. Und selbst wenn wir das erreichen, wie gesagt, das ist der WLTP-Zyklus, das ist ja auch kein Realitätswert, wir fahren halt mit Heizung. Also wenn wir drüber werden, über die 5,3, das wäre für mich vollkommen in Ordnung. Ja. Und es ist immer noch ein Sechszylinder. Es ist ein Sechszylinder. Also ich meine, wir wollen mal die Kirche im Dorf lassen. Hört euch mal diesen Klang an. Ja. Da bin ich gerne bereit, auch mal 0,3 Liter oder 0,4 Liter mehr als die Werksangabe zu spendieren. Das wäre vollkommen okay. Die meisten, die übrigens unser erstes Video geschaut haben, ich verlinke euch das mal da oben, die haben ja wirklich geschrieben, das glaube ich nie und nimmer. Also das wissen wir jetzt schon mittlerweile, dass das durchaus erreichbar ist. Die Frage ist nur, mit welchen Mitteln? Also muss man da wirklich schleichen oder kann man normal fahren, so wie wir heute? Und da bin ich jetzt mal wirklich gespannt drauf. Ja, lasst uns mal kurz noch so ein paar andere Themen ansprechen. Was mir so spontan auffällt, ist die Tachoansicht. Also beim Plug-in, finde ich, hatte man das sehr, sehr schick designt. Wir haben ja da verschiedene Ansichten gehabt. Und in der Standardansicht hatte man das eigentlich schon, finde ich, ganz peppig gemacht. Mir gefällt jetzt hier persönlich diese Standardansicht nicht so sehr. Die ist sehr clean, okay, muss man sagen. Sehr, sehr aufgeräumt, sehr übersichtlich. Mir persönlich gefällt die vom Plug-in-Hybrid, die Standardansicht, ein bisschen besser, aber man kann im System einstellen, dass man die sogenannte iActiveSense-Ansicht aktiviert. Ich kann das mal simulieren, indem ich hier einfach auf den Tempomat drücke und dann seht ihr die Anzeige, die dann entsteht, und ich finde die eigentlich ganz schick. Auf der Autobahn wird man dann auch sehen, wenn dann jemand überholt. Ich finde es trotzdem noch übersichtlich, aber irgendwie schaut es ein bisschen frischer, moderner aus. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Und was mir auch auffällt, wir haben beim Diesel jetzt hier natürlich auch diesen ME-Drive. Das heißt, wir können die verschiedenen Modi einstellen. Bei dem Fahrzeug haben wir allerdings jetzt hier zwei Modi zur Auswahl. Wir fahren jetzt im Normalmodus. Ich schalte mal gerade in den Sport, dass ihr das mal seht. Hier haben wir also dann unsere sportliche Optik. Die gefällt mir wirklich schon sehr schick mit dem Rot. Das schaut echt gut aus. Und man hat es auch gemerkt, als ich jetzt auf Sport geschalten hatte, ging gleich so ein bisschen die Drehzahl hoch. Also er ist ein Stückchen zurückgegangen vom Gang, geht gleich mal in so eine etwas höhere Drehzahl rein. Das kann man noch grundsätzlich bemerken, dass er da einfach so ein bisschen, ich sag mal, sprungbereiter ist, auf überholbereiter. Er schaltet die Gänge etwas schneller, er schaltet die Gänge etwas später und die Lenkung ist ein bisschen straffer, das spürt man tatsächlich. Also ist jetzt hier sozusagen einfach ein bisschen mehr Widerstand, fühlt sich ein bisschen satter an. Ich schalte es mal wieder auf normal zurück, wir wollen ja heute auch ein bisschen Sprit sparen. Und es gibt jetzt hier bei diesem Fahrzeug als Diesel 200 PS keinen Offroad-Modus. Liegt einfach daran, dass wir hier Hinterradantrieb haben. Also alle allradgetriebenen Fahrzeuge werden dann auch den entsprechenden Offroad-Modus besitzen. Und dann hatten wir noch den Towing-Modus oder Trailer-Mode oder wie auch immer man den nennen mag. Den gibt es natürlich nur, wenn dann auch wieder die Mazda-Anhängerkupplung am Fahrzeug ist. Die werden wir jetzt hier bei diesem Auto nicht montieren, weil die haben wir noch an unserem Plug-in-Prinzipiell dran. Es ist von der Konstruktion komplett identisch. Also da gibt es jetzt nichts, was man jetzt irgendwie neu daraus erfinden könnte. Ja, ansonsten. Wenn ein Heckantrieb, dann fehlt doch eigentlich der Driftmodus, oder? Der Driftmodus, das können wir machen. Wir wollen ja bei dem Autos. Diesen Diesel, den wollen wir ja auch jetzt mal ein paar Disziplinen für euch testen. Heute natürlich, ich sage jetzt mal,
nicht der, der langweiligste Test, aber so der, der mich am wenigsten interessiert. Also mich juckt natürlich auch mal bei dem Auto so der Test 0 auf 100, ganz klar, aber ich will mal auch so 0 auf Höchstgeschwindigkeit. Elastizitätswerte hatten wir schon mal ermittelt, ist jetzt natürlich beim Diesel, ich sage jetzt mal so die Schokoseite, da hat er ja richtig Bums dahinter, 450 Newtonmeter hier bei dem Fahrzeug, da müsste schon was gehen und vor allem immer. Also man muss nicht darauf achten, dass jetzt der Akku ausreichend geladen ist, sondern der hat da diese Leistung konstant, solange eben Diesel im Tank ist. Ne? Das ist also auch nochmal ganz interessant. Ja, ich habe gesagt, wir fahren jetzt mal Richtung Autobahn und dann machen wir mal so ein kleines Fazit so nach dem ersten Landstraßenstück Stadtverkehr. Gucken wir mal, was wir da für einen Verbrauch haben. Und dann interessiert mich natürlich auch auf der Autobahn, was haben wir da so einen Verbrauch, wie ist vielleicht auch die Geräuschkulisse. Wir melden uns dann gleich wieder bei euch. So, Landstraße absolviert. Jetzt geht es auf die Autobahn Richtung Ansbach. Dann werden wir kurz von der Autofahrt runterfahren, wieder auf die Autobahn drauf. Das gleiche Stück ist dann wieder zurück. Lasst uns jetzt mal schon schauen und dann werden wir am Ende der Autobahn dann auch noch mal gucken, wie wir rauskommen, damit wir sehen können, haben wir da irgendeine Tendenz. Aktuell liegen wir beim Verbrauch bei einem Durchschnitt von 5,7 Liter. Ist jetzt tatsächlich nach der Stadt auch ein Stückchen runtergegangen. Auf der Landstraße merkt man schon wirklich, dass der Motor extrem sparsam unterwegs ist. Der hatte sich wirklich, ist ein bisschen schwer zu erkennen aufgrund der kleinen Einteilung, aber so gefühlt hat er sich irgendwo so einen Bereich von unter 5 Liter aufgehalten, war relativ häufig auch beim in die Ortschaft reinfahren im iStop-Modus, hat also wirklich sehr, sehr viel Energie gewonnen. Und wir sehen hier auch schon mal am Bordcomputer 0,4 Kilowattstunden. Das ist doch wirklich mal schon ordentlicher Wert nach gerade mal 20 Kilometern für ein Auto, das ja wie gesagt eigentlich gar nicht zum elektrisch Fahren gedacht ist. Wenn wir jetzt aber hier so im Auto sitzen, lasst uns noch mal so ein paar Unterschiede herausarbeiten, die mir jetzt in der Zwischenzeit auch schon aufgefallen sind. Und da gucken wir doch mal gleich hier in dieses System rein, und zwar in die Einstellungen. Da möchte ich euch kurz mal was zeigen. Wir haben ja bei dem Fahrzeug hier, in dem normalen Fahrzeug haben wir hier direkt oben EV-Einstellungen gehabt. Die sucht man hier natürlich vergebens. Also man kann jetzt hier bei diesem Fahrzeug eben nicht die Rekuperationsstufen einstellen oder einen Ladezeitplan oder aber auch den Klimaanlagentimer. Es hat einfach folgenden Hintergrund. Die Heizung hier bei diesem Fahrzeug und die Klimaanlage, die können nicht von dem Akku, der sich hier in diesem Fahrzeug befindet, leben. Der wäre einfach zu klein. Um ein Fahrzeug tatsächlich mit Akku oder eine Heizung, besser gesagt mit Akku zu betreiben, braucht man wesentlich mehr Kapazität. Das heißt, hier ist also keine Vorheiz- oder Vorkühlfunktion möglich. Das ist natürlich ein großer Vorteil hier vom Plug-in-Hybrid, der natürlich mit dem 17,8 Kilowattstunden Akku allein diese Funktion sozusagen gratis mitliefert. Wir haben jetzt hier bei dem Auto auch eine normale Klimaanlage drin, also keine elektrische Klimaanlage, eben weil es eben auch vorrangig hier mal mit dem normalen Riemen angetrieben wird. Da wäre eine elektrische Klimaanlage wenig sinnvoll. Hat natürlich auch Vorteile, ne? Gerade im Winter, wenn es eben sehr kalt ist, hat natürlich so ein Elektroauto auch mal einen deutlich höheren Verbrauch, Akku ist kalt. Wir haben natürlich auch einfach die elektrische Energieerzeugung. Der Akku selber kann auch nicht so viel Energie abgeben. Das hat man natürlich alles bei so einem reinen Benziner, bei einem reinen Diesel nicht. Die Abwärme kommt sozusagen kostenlos mit dazu. Und so macht es auch nicht wirklich viel aus, ob man jetzt eben auf 18, 20 oder 23 Grad stellt. Im Winter, wie gesagt, beim Diesel ist das kein großes Thema. Ich habe auch vorhin schon gemerkt, er wird relativ schnell warm für den Diesel. Diesel dauert ja doch normalerweise ein bisschen. Also er geht nicht so schnell wie ein Benziner, ganz klar. Aber ich würde sagen, wir sind eigentlich, ja, wo wir das Video gedreht haben, haben wir kurz dieses Hochdrehen des Motors gehabt, sind zur Tankstelle und da war er eigentlich schon wirklich komplett auf Betriebstemperatur oder knapp davor. Und von daher würde ich sagen, geht es wirklich ziemlich flott für den Diesel. Ich hatte ja schon angekündigt, lass uns mal über das Thema Fahrtgeräusche sprechen. Und grundsätzlich muss ich sagen, ist also der Motor selber, der ist deutlich leiser. Also wenn ich jetzt hier Gas gebe, wir sind jetzt zwar schon wieder bei 130, gehe mal ein bisschen Gas, also auch ein bisschen schneller. Jetzt ist fast Vollgas, also da merkt man schon, da kommt also wirklich sehr wenig im Innenraum an. Da merkt man wirklich den Sechszylinder und auch den Diesel, die niedrigere Drehzahl. Da war der Benziner einfach deutlich lauter zu spüren. Vom Antreten, vom Beschleunigen her habe ich jetzt natürlich noch nicht die volle Leistung des Motors ausgenutzt. Zum einen wollen wir ja heute, wie gesagt, eine Verbrauchsmessung machen. Zum anderen ist das Auto auch noch nicht komplett eingefahren. Aber ich finde persönlich, dass jetzt vom ersten Eindruck her überhaupt keine Leistung fehlt. Ich war tatsächlich am Anfang so ein bisschen, ich will mal sagen, skeptisch. 200 PS auf 2 Tonnen. Okay, 450 Newtonmeter klingt schon vielversprechend. Aber man muss wirklich sagen, der ist wirklich ausreichend motorisiert.
Ich finde, das passt absolut zu diesem Auto. Und da hat man auch mit 200 PS mit Sicherheit seinen Spaß von dem, was ich jetzt allein hier schon feststellen kann. Wir haben jetzt allerdings im Vergleich zu unseren letzten Videos hier nicht die Kamera innen, sondern diesmal außen, damit ihr auch ein bisschen einen Fahrteindruck von außen bekommt. Dadurch hören wir jetzt allerdings hier ein bisschen Windgeräusche, die jetzt nicht da wären, wenn jetzt beispielsweise die Kamera nicht draußen wäre. Deswegen ist es jetzt hier schwer akustisch zu messen, aber prinzipiell würde ich sagen, Motor schon ein Stückchen leiser, oder Marcel, was sagst du auch? Auf jeden Fall. Und ansonsten finde ich das angenehme Fahrgeräusch sowieso sehr schön bei dem Motor. So ein Diesel, das ist natürlich schon was, Sechszylinder, da brauche ich euch, glaube ich, nicht viel zu erzählen. Das macht einfach Spaß, auch so einen Motor mal zu fahren. Wir sind jetzt eigentlich auch schon wieder kurz vor der Ansbacher Ausfahrt, drehen dort, fahren wieder ein Stückchen zurück und dann schauen wir uns auch mal den Verbrauch an. Wir fahren jetzt gerade von der Autobahn runter und sind also jetzt mit unserem Autobahnstück komplett durch. Kilometerstand ist aktuell 43,3, ist er gerade umgesprungen und wir haben jetzt einen Durchschnittsverbrauch von 6,2 Liter. Wir waren vorhin bei 5,7, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das heißt also, Verbrauch hat sich nicht tatsächlich viel erhöht. Ich muss das mal kurz auf den Verkehr schauen. Zügig rausbeschleunigen. Können wir gleich mal den Klang genießen. Und finde ich wirklich gut. Ich habe so ein bisschen extra geschaut, wie sich das Fahrzeug bei 130 km/h bewegt. Wie gesagt, die Skalierung ist sehr klein. Aber ich würde behaupten, wir lagen eigentlich immer so bei 130, bei um die 6 Liter. Oder knapp drüber. Ich finde tatsächlich auch den Bordcomputer beim Plug-in-Hybrid, den finde ich ein bisschen schöner. Also den hat man den Zeiger größer gemacht, das ist ein bisschen umfangreicher. Was mir auch aufgefallen ist, dass grundsätzlich hier die Funktionen von diesem Bordcomputer ein bisschen geringer ausgefallen sind. Also man hat eigentlich nur diese eine Anzeige hier, in der man sozusagen einmal den Durchschnittsverbrauch oben sieht, dann den aktuellen Verbrauch anhand so eines kleinen weißen Balkens und dann noch die Rekuperation mit dem blauen. Aber da hat man eben beim Plug-in schon deutlich mehr Funktionen. Drücke ich jetzt hier auf die Infotaste, dann sieht man wieder diesen bekannten Status der Sicherheitssysteme, ob da alles im grünen Bereich ist oder irgendwelche Systeme nicht so richtig arbeiten. Dann kann man das Ganze ausschalten und hier eben auf I gehen. Also das wäre dann praktisch wieder der Bordcomputer. Durch langes Drücken wird das Ganze dann auf 0 gesetzt. So wie man das im Endeffekt auch gewöhnt ist. Aber grundsätzlich finde ich, hätte man das von der Anzeige noch ein bisschen üppiger machen können. Nichtsdestotrotz ist ja grundsätzlich beim Mazda auch ein sehr, sehr umfangreicher Bordcomputer immer mit dabei. Wir schauen ja sozusagen schon einen Teil von diesem Bordcomputer immer hier im Display an. Und da kann man hier dann eben auf Menü drücken. Da gibt es nochmal ein zweites Element, das nennt sich hier Verbrauchshistorie. Und das finde ich wirklich klasse, was Mazda hier anbietet. Wir haben hier wirklich eine tolle Übersicht über die letzten 60 Minuten. Das Ganze schiebt sich dann eben hier in dem Bereich in 10 Minuten Schritten nach links. Und hier vorne wird das Ganze dann wirklich sehr, sehr fein aufgegliedert, sodass man eben 10 Minuten Schritten immer weiß, wie hat man eben den Verbrauch. Und ihr seht schon hier, das war jetzt hier so ein bisschen das letzte Autobahnstück. Es ist dann kontinuierlich ein bisschen runtergegangen, weil auf dem Rückweg hatten wir dann wieder ein bisschen Gefälle drin. Jetzt nach Ansbach rein geht es relativ gerade, ein bisschen berghoch, wieder ein bisschen bergunter. Und auch hier ist auch nochmal eine Verbrauchsanzeige, und zwar ist die rechte Verbrauchsanzeige, das ist sozusagen für die aktuelle Fahrt. Also man könnte das sozusagen ein bisschen ausnutzen, wenn man in Urlaub fährt, frisch getankt, dann setzt man zum Beispiel eben diesen Bordcomputer hier durch langes Drücken auf der Infotaste auf 0 und könnte dann trotzdem immer zwischendurch hier mal so reinschauen, was man jetzt eben für bestimmte Streckenabschnitte gebraucht hat. Das wäre eine tolle Sache. Sobald ich dann hier eben auf den Bordcomputer resette, springt dann auch dieser Wert hier 1 nach links. Das heißt, dann hat man sozusagen einfach wieder eine neue Messung. Wir haben jetzt hier schon so ein bisschen rumprobiert, deswegen ist das vorhin auch schon ein bisschen rüber. Es sind auch unsere Kollegen schon alle mit dem Auto gefahren, die waren natürlich auch total gespannt. Es hat ja auch wirklich sehr, sehr lange gedauert, bis wir endlich mal wieder einen Sechszylinderprogramm hatten. Ich habe schon lange überlegt, wann der letzte Mazda Sechszylinder war, und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, das war ein Mazda Tribute, glaube ich. Das war eigentlich ein Ford Motor. Das war, glaube ich, der letzte Sechszylinder. Und davor, ich glaube, es waren Xedos 9 und Xedos 6, die ja dann aus dem Programm gefallen sind. Einfach weil, ja, das war so diese Luxusschiene von Mazda. Wir hatten dann nochmal ein MPV, das war so ein großer Van, auch als Sechszylinder, aber das war so eher so eine amerikanische Variante. Dann gab es die Klassiker MX3, 323. Der BG, wunderschönes Auto gewesen,
Der MX-6, die hatten dann den 2,5 Liter und der MX-3 hatte, der hat den, glaube ich, 1,8 Liter, den hatte ich, das war mein erstes Auto, ich glaube 129 PS. Das war, glaube ich, der kleinste Sechszylinder, oder hat es nur 29 PS, ich weiß gar nicht, ist schon so lange her, Marcel. Und dann gab es ja noch den CX-9, den gab es ja bei uns nie offiziell in Deutschland, aber die hatten tatsächlich auch einen Sechszylinder drin. Ich glaube, das war eine 3,6 oder 3,7 Liter Variante. Aber das war, wie gesagt, ja offiziell eigentlich gar nicht für uns verfügbar, dieses Fahrzeug. Von daher freue ich mich natürlich super, dass jetzt endlich wieder mal ein Sechszylinder kommt. Ich freue mich auch, dass jetzt bald noch ein Benziner kommt. Da müssen wir allerdings noch ein bisschen geduldig sein. In Deutschland wird dieser X-Motor kommen, den wir auch vom CX-30 kennen. Also sozusagen der Zwitter aus Benzin und Diesel. Das heißt, man tankt ihn mit Benzin, aber rein technisch fährt er auf Selbstzündungsprinzip, zumindest in weiten Strecken. Soll auch um die 3 Liter haben. Und ja, bin ich mal gespannt auf die Leistungsdaten dann natürlich auch und was der dann verbrauchen soll. Da bin ich wirklich gespannt, weil die bisherigen X-Motoren, die waren ja wirklich auch sehr, sehr nah am Diesel dran. Und das kann ich mir tatsächlich auch gut vorstellen für jemanden, der sagt, nein, Elektro, das ist einfach nicht so mein Ding, aber Dieselfahrer bin ich halt auch nicht. Ich will mir dann doch lieber auf den Benziner warten. Ne? Aber lass uns mal vielleicht kurz über Diesel-Plug-in sprechen. Was sind denn so jetzt natürlich die Unterschiede? Das Erste, was einem so ein bisschen auffällt, ist natürlich die Kfz-Steuer. Das kommt einem ja immer so in den Sinn. Oh je, 3,3 Liter Diesel, der kostet bestimmt richtig Geld. Und ja, grundsätzlich, Diesel ist natürlich immer teurer als ein Benziner. Und ein Plug-in ist auch ein bisschen gefördert, die sind grundsätzlich auch ein bisschen günstiger, weil die ja diesen gewichteten Wert im Prospekt stehen haben. Die werden ja nicht mit dem reellen Verbrauch gemessen, sondern eben mit dem gewichteten Wert, weil man davon ausgeht, dass der relativ häufig elektrisch genutzt wird. Aber dass ihr mal ein Gefühl habt, wenn ich jetzt sage, ich nehme jetzt dieses Auto hier, mit dem wir fahren, der kostet im Jahr 383 Euro Steuer. Ist für einen Diesel 3,3 Liter, auch wenn das jetzt seltsam klingen mag, super, super günstig. Also mein 2,2 Liter Diesel, der kostet auch 330 Euro Steuer im Jahr, hat auch schon Euro 6, aber hat 1,1 Liter weniger Hubraum. Und dann der Benziner, der Plug-in, wie gesagt, mit dieser gewichteten Bevorteilung gibt er 50 Euro Steuer im Jahr, hat ja dann noch den Steuervorteil und so weiter. Also das ist natürlich schon mal ein Unterschied. Das heißt, wir müssen irgendwo durch Spritersparnis ca. 330 Euro im Jahr einsparen. Aber wenn man viel fährt, wenn das Auto wirklich so wenig Kraftstoff verbraucht, wie wir hier vermuten, oder wenn man eben auch keine elektrische Lademöglichkeit hat, oder aber wenn man das Auto ja wirklich sehr häufig auch mit Anhänger betreibt, finde ich, ist das immer noch eine tolle Variante. Es gibt so viele Kunden, die zu uns kommen, die sagen, wissen Sie was, ich will eigentlich gar nicht elektrisch fahren, ich will einfach einen klassischen Diesel haben, ist mir lieber, da weiß ich, was ich habe. Und wenn ich das Auto mindestens 10, 15 Jahre fahre, weil ich den Fahrbisser auseinanderfällt, dann kann man hier immer natürlich auch noch irgendwas reparieren. Sehe ich auch so, kann man mit so einem Diesel auch wirklich nichts falsch machen. Ne? Also ich glaube, das wäre auch ein Auto, was ich mir persönlich gut vorstellen kann. Ich fahre so 25.000, 30.000 Kilometer mindestens im Jahr. Und da muss ich mir natürlich jetzt nicht irgendwie überladen oder irgendwas Gedanken machen, sondern einfach Sprit reinfahren, fertig, aus, Ende. Und im Endeffekt ist das Ganze ja trotzdem noch extrem umweltfreundlich. Wir haben ja bei diesem Fahrzeug hier jetzt doch aktuell die Euro 6 Einstufung. Aber Mazda sagt ja selber, dass sie das Auto eigentlich schon auf Euro 7 hin optimiert haben. Das heißt, dass er auch hier ohne große Veränderungen dann auch die Euro 7 Norm erreichen kann. Ja, und da bin ich jetzt mal, wie gesagt, auch schon gespannt, was ihr zu dem Auto sagt, wenn ihr dann die Gelegenheit habt, das Auto mal zu fahren. Die sind jetzt gerade im Moment dabei, bei den Händlern anzukommen. Wir hatten das Glück, dass wir einen der ersten Modelle bekommen haben. Der hier ist jetzt übrigens von Produktion, habe ich nachgeschaut, 26. Oktober 2022, also ein relativ frühes Auto. Die waren dann schon in Antwerpen. Mazda hat das allerdings ein bisschen gestoppt. Die sind jetzt nicht gleich zu den Händlern ausgeliefert worden. Die haben erstmal gesammelt, dass auch wirklich ausreichend Stückzahlen da waren für alle Händler, sodass dann wirklich alle ungefähr gleichzeitig die Autos bekommen. Und zum anderen haben wir jetzt im März ja auch nochmal einen, ich nenne es jetzt mal Open Day, früher hat man Sonderschau dazu gesagt, oder Premierentag, wo dann eben dieser Diesel und noch ein paar andere tolle Angebote vorgestellt werden. Lohnt sich auf jeden Fall, da auch mal beim Händler vorbeizuschauen. Testet das Auto gerne auch mal aus, gerne auch, wenn ihr den Plug-in vorher schon gefahren seid. Würde mich auch mal interessieren, was ihr meint, wie euer Eindruck ist, ob Mazda hier durchaus auch auf die Kunden gehört hat und schon mal die ersten Verbesserungen integriert hat. Ich habe es ja vorhin auch schon gesagt, zum Beispiel hier Getriebe, das ist tatsächlich was, da hat Marcel auch vorhin zu mir gesagt,
merkt man wirklich einen Unterschied. Also da ist tatsächlich ein deutlicher Fortschritt vorhanden. Ich weiß jetzt nicht, ob es nur reine Software ist oder ob noch was anderes verändert wurde. Aber ich muss sagen, so ist es wirklich perfekt. Es gibt eigentlich nichts, was ich jetzt hier in diesem Getriebe irgendwie aussetzen würde. Ne? Gut, ansonsten sind wir jetzt im Stadtverkehr wieder mittendrin gelandet. 16.45 Uhr, da werden wir jetzt wahrscheinlich auch ziemlich viel Buchungsverkehr vor uns haben. Ich muss jetzt ein bisschen eine andere Route fahren, weil wir können jetzt nicht exakt die Route zurückfahren, weil das eine Einbahnstraße war. Aber ich versuche so nah wie möglich eben an der originalen Route dran zu bleiben. Hier ist übrigens auch ganz gut zu sehen, wir stehen jetzt an der roten Ampel. Er hat natürlich auch noch diesen klassischen Start-Stopp-Modus. Die Energie zieht er jetzt also aus dem Mild-Hybrid-Akku. Solange der eben ausreichend Kapazität hat, holt er sich diese Energie. Und was er auch noch parallel macht, er nimmt natürlich auch noch die Restwärme, die im Kühler vorhanden ist, und wärmt hier noch entsprechend den Innenraum auf. Im Sommer wird er dann eben noch die Klimaanlage versuchen, mit dem restlichen mit der Kälte, die noch vorhanden ist, auch den Innenraum weiter abzukühlen. Sollte es mal so sein, dass zum Beispiel draußen extrem heiß ist oder draußen sehr, sehr kalt, dann kann natürlich auch sein, dass diese Start-Stopp-Phase ein bisschen verkürzt wird. Das heißt, dann springt der Motor auch von selber wieder an, um natürlich auch dafür zu sorgen, dass ihr hier drin nicht friert oder total schwitzt. Hier geht natürlich immer auch der Insassenkomfort vor dem letzten Tropfen Spritverbrauch. Aber grundsätzlich ist es so, dass das System ja wirklich fast immer die komplette Ampelphase in den meisten Situationen durchhält und dadurch natürlich auch ja umweltschonend und gleichzeitig natürlich auch Sprit spart. Was auch interessant ist, und das auch bei den Videos, die ich bisher schon gesehen hatte, immer wieder falsch gesagt wurde: Das Auto hat übrigens keinen Riemenstarter-Generator mehr, also so wie die alten Start-Stopp-Systeme, also MX, der Mazda 3 und CX-30, die hatten tatsächlich noch einen Riemenstarter-Generator. Also das muss man sich sozusagen wie so eine eierlegende Wollmilchsau vorstellen, also ein Anlasser, der gleichzeitig Lichtmaschine war. Und hier hat man allerdings den Elektromotor ja direkt vor dem Getriebe angeflanscht und der übernimmt dann natürlich auch das Anspringen des Motors und das geht natürlich extrem flott. Der Anlasser muss hier sozusagen überhaupt nicht arbeiten, weil das im Endeffekt alles dieser Elektromotor übernimmt. Und deswegen merkt man da auch beim Fahren eigentlich kaum irgendwelche Schwankungen oder irgendwas in der Art, dass man irgendwas zuckt in dem Auto wie normalerweise, sondern er springt einfach zack an und ist da und präsent. Also es geht wirklich sehr, sehr schnell. Ihr seht hier schon, wir sind hier jetzt also direkt im Berufsverkehr von Ansbach gelandet. Also nicht gerade perfekte Voraussetzungen für einen Verbrauchstest, aber das gehört halt irgendwie auch dazu. Und ja, wenn wir schon dabei sind, lasst uns mal den Verbrauch noch anschauen. Ihr habt es vielleicht gerade schon gesehen, wir sind jetzt hier in diesem Schleppverkehr bei 6,0 Liter. Also ich glaube, Marcel, wir beide werden heute wahrscheinlich unseren Test knapp verfehlen. Diesmal bin ich vielleicht ein bisschen näher dran wie du. Aber grundsätzlich, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass natürlich bei diesen Verbrauchstests, die da in Barcelona durchgeführt wurden, ich sage jetzt mal wirklich auch der Wettbewerb so ein bisschen im Vordergrund stand und die haben sich da gegenseitig überboten und sind wahrscheinlich dann, haben sich gegenseitig geschoben dann bergunter. Von daher finde ich das jetzt hier eigentlich auch geschickter, weil man einfach wirklich mal einen reellen Test hat und man fährt ja auch im Winter mit Winterrädern. Dann hat man mal so einen Anhaltspunkt. Im Sommer ist sicherlich so, dass das Auto dann auch noch mal ein bisschen sparsamer wäre. Aber wenn wir ehrlich sind, mein Gott, wir reden über 6,1 Liter. Ich sag's noch oft genug, 6-Zylinder, Diesel 3,3 Liter. Das ist schon mal wirklich eine Hausnummer. Wir sind nicht geschlichen, wir haben 130 km/h auf der Autobahn gehabt. Und in der Stadt unterwegs. Und das Auto kann, wenn es denn eine Anhängerkupplung hat, 2,5 Tonnen ziehen. Das muss man auch mal wieder betonen. Da gibt es nicht so viele Fahrzeuge, auch in der Dieselkategorie, die tatsächlich 2,5 Tonnen haben. Die meisten hören einfach irgendwo so bei 2 Tonnen, 2,2 Tonnen auf, genauso wie der CX-5. Und wenn man dann doch eben noch mal so die nächsten 200, 300 Kilo braucht beim großen Wohnwagen, beim Pferdeanhänger, bei was auch immer, da ist man einfach mit 2,5 Tonnen auf der sicheren Seite. Ja, wie ihr seht, wir sind immer noch in Ansbach. Ich hatte den Berufsverkehr tatsächlich ein bisschen unterschätzt, dass es so krass ist. Ihr seht hier auch an dem Verbrauchsmuster, wir haben gerade im Moment, ich sag mal so, unseren Durchschnittsverbrauch so ein bisschen zerschossen, wo ich vorhin tatsächlich noch relativ sparsam unterwegs war. Das sind jetzt natürlich diese permanenten Stop-and-Go-Starts. Das ist natürlich schon heftig. Klar, der Motor geht aus, aber er muss immer wieder anspringen. Wir haben kaum Geschwindigkeit, das heißt, der Durchschnittsverbrauch geht nach oben, weil wir einfach nicht vorankommen.
Grundsätzlich finde ich es dann trotzdem schon beachtlich, dass wir immer noch bei 6,1 sind. Das noch nebenbei, aber ich zeige euch mal die Stoppzeit von unserer heutigen Verbrauchsfahrt. Wir sind jetzt insgesamt bei knapp 15 Minuten deaktivierten Motor. Also sieht man schon mal, wie viel wir hier tatsächlich rumstehen eigentlich nur. Schade drum. Wir lassen das jetzt trotzdem einfach laufen und gelten. Ich glaube, dass wir hier schon, ich würde sagen 0,2, 0,3 Liter jetzt verpulvert haben. Aber wie gesagt, ist ja auch irgendwo ein Realitätsverbrauch, den wir hier ermitteln wollen. Und ihr habt genauso auch mal irgendwo einen Stau. Und vielleicht kann man das dann auch wieder so ein bisschen darauf dann auch beziehen. Was mir aber jetzt noch eingefallen ist, lasst uns mal noch kurz über den Motor sprechen, also diesen Mild-Hybrid-Motor. Und der hatte ja 153 Newtonmeter. Und jetzt gibt es natürlich auch Kunden, die sagen, oh cool, wir haben 54 Newtonmeter vom Motor, vom Diesel. Und dann habe ich ja noch die 150 Newtonmeter vom Elektro. Das heißt, ich habe ja 600 Newtonmeter. Nein, also das ist nicht so, sondern der E-Motor ist immer dafür da, den entsprechenden Diesel zu unterstützen. Das heißt, also das, was der Elektromotor leistet, muss der Diesel eben nicht leisten. Die ersetzen sich sozusagen gegenseitig. Hat einfach folgenden Hintergrund. Es geht hier nicht um mehr Leistung, also noch mehr Drehmoment, als wir sowieso schon haben, sondern es geht einfach darum, die Leistung so sparsam wie nur möglich irgendwie auf die Straße zu bringen. Und das heißt, wenn der Elektro 150 Newtonmeter leistet, dann nimmt der Diesel einfach ein bisschen von seiner Leistung zurück, braucht dann weniger Kraftstoff. Das ist das Konzept dieses Elektromotors, also bitte nicht addieren, ganz wichtiges Element. Wir fahren jetzt noch das letzte Stückchen Landstraße, bevor es dann auch zur Tankstelle wieder geht. Sind jetzt bei 56 Kilometer, ich denke mal so 4-5 Kilometer kommen jetzt noch dazu. Und dann bin ich immer wirklich gespannt, was wir auch effektiv in den Tank noch reinbringen. Kommen wir nun zum Fazit, und da es gleich dunkel wird, habe ich mir jetzt einfach schnell die Werte hier auf den Tankzettel hinten drauf geschrieben. Und es gab gerade auch noch eine riesen Überraschung für uns beide. Wir waren gerade wirklich im Auto gesessen, beide mit unseren Handys, Taschenrechnern, und haben nochmal alles überprüft. Da gab es gerade wirklich eine krasse Abweichung zum Bordcomputer. Und wir konnten uns das einfach nicht erklären. Das war bestimmt ein Bild für Götter, wir zwei da innen drin, und haben überlegt, was wir gerade falsch machen. Aber lasst uns das Ganze mal Stück für Stück heute aufarbeiten. Wir sind ja heute unsere Verbrauchsrunde gefahren. Wie ich schon sagte, eine vorausschauend gefahrene Runde, aber durchaus zügig auch auf der Autobahn, 130 km/h. Wir sind also schneller gefahren als der WLTP-Zyklus. Wir haben heute relativ schlechte Bedingungen gehabt. Ihr habt sicherlich dann auch im Video jetzt schon gesehen, wir waren super, super lang im Stau gestanden, permanent Start-Stopp. Das ist natürlich wirklich das, was auch ein Benziner nicht wirklich mag. Wir haben am Ende dann noch einen Traktoren vor uns gehabt. Also wirklich, ich glaube, viel schlechter hätten wir es heute fast nicht treffen können. Wir haben 4 Grad Außentemperatur gehabt, also relativ kalte Außentemperaturen. Wir haben natürlich auch Winterräder auf dem Fahrzeug. Das heißt, hier jetzt keine perfekten Bedingungen im Vergleich zu unseren 23, 25 Grad, die wir da mit dem Plug-in gefahren sind. Von daher hatte ich ja auch schon damit gerechnet, dass wir einen etwas höheren Verbrauch heute ermitteln werden, als es dieser WLTP-Zyklus auch dann vorgibt. Aber lasst uns jetzt mal auf die Werte schauen. Der Bordcomputer zeigte am Ende an der Tankstelle an einen Verbrauch von 6,1 Liter. Auf dieser Fahrtstrecke, die wir heute gefahren sind, wir sind heute insgesamt 62,7 Kilometer gefahren. Und ihr könnt euch darauf verlassen, ich habe wirklich das Fahrzeug bis zum Rand aufgefüllt. Ich habe jetzt da nicht angefangen zu schütteln, das habe ich beim ersten Mal aber auch nicht gemacht. Also wir machen das genauso, wie wir es in der Vergangenheit gemacht haben. Und vielleicht wäre mit Schütteln dann nochmal irgendwie 100 Milliliter mehr reingegangen. Aber prinzipiell habe ich das wirklich, da könnt ihr euch drauf verlassen, bis zur Kante aufgefüllt. Und dann kam tatsächlich aber die Überraschung beim Tanken. Wir haben aufgefüllt einen Literbetrag, nenne ich jetzt mal, von 3,15 Liter. Und damit ihr mir das auch wirklich glaubt, hier steht es 14.02. Valentinstag, 17.11 Uhr. Also heute, vorhin habt ihr auch die Uhrzeit schon auf dem entsprechenden Bordcomputer gezeigt. Und wenn wir das jetzt aufeinander aufrechnen, Marcel, dann kommen wir auf einen Verbrauch von 5,02 Liter. Und einerseits muss ich sagen, bin ich jetzt super glücklich, dass wir das geschafft haben. Ich hatte überhaupt nicht damit gerechnet, habe schon so ein bisschen auch gedacht, ja Mensch,
wie haben die denn das in Barcelona geschafft? Ich meine, klar, es war warm, die haben da vielleicht einen Wettbewerb draus gemacht, aber 6,1 Liter, da hatte ich schon gedacht, warum sind wir da doch ein Stückchen drüber? Prinzipiell wäre der Wert von 6,1 Liter ja auch ein Top-Wert gewesen für einen Sechszylinder, aber 5,02, das ist natürlich auch wirklich ein faszinierender Wert. Und damit kommen wir eigentlich auch schon zu unserer Schätzung. Ich glaube, wir haben heute fast eine Pattsituation, oder? Ja, irgendwie schon. Also wir sind so genau in der Mitte gelandet. Und ihr seht schon, ich habe mal wieder so ein leichtes Grinsen im Gesicht. Und das freut mich jetzt natürlich auch, mit so einem Sechszylinder so einen Wert hinzuknallen. Und wenn wir jetzt mal so in Richtung, wie soll ich sagen, Reichweite spicken, was kann man jetzt mit diesem Verbrauch eigentlich an reeller Reichweite erreichen? Nun, wir haben einen 58 Liter Tank und natürlich fahren wir den nicht komplett leer. Beim Diesel nehmen wir jetzt mal sehr großzügig 8 Liter Reserve an. Also 50 Liter stehen uns hier effektiv zur Verfügung. Nehmen wir das Ganze mit 5,02 Liter. Wenn wir jetzt also diesen Verbrauch von heute hätten, dann würden wir eben knapp 1000 Kilometer mit dem Tank kommen und hätten dann trotzdem noch ausreichend Reserve vorhanden. Das ist natürlich schon mal eine wunderschöne Reichweite. Und ihr seht es ja auch im Endeffekt, die Dieselpreise sind zwar im Moment etwas höher. Wir sind jetzt hier heute bei 1,84 Euro. Es war die letzten Tage auch mal so bei 1,77, 1,75. Aber die Strompreise liegen mittlerweile auch auf einem knackigen Niveau bei uns in Ansbach. Ich habe es letztens geschaut, der Grundtarif liegt bei 63, 64 Cent. Die Verträge liegen teilweise bei 57 Cent. Die entsprechenden Ladesäulen auch teilweise zwischen 55 bis 65, 69 Cent habe ich auch schon gesehen. Also auch da ist natürlich mit einem höheren oder mit höheren Kosten zu rechnen. Da finde ich, ist der Diesel natürlich wirklich auch in dieser Zeit heute noch eine sehr, sehr gute Alternative. Insbesondere, ich sagte es ja schon, wenn man viele Kilometer fährt. Bei den nächsten Videos werden wir allerdings das Auto noch mal vor ein paar weitere Herausforderungen stellen. Wir werden mit dem Fahrzeug natürlich jetzt auch mal einen Verbrauch ermitteln, der auf einer Autobahn gemessen wird bei höherer Geschwindigkeit. Das ist natürlich auch so ein typisches Metier von so einem Sechszylinder-Diesel. Wir werden natürlich auch Beschleunigungstests machen. Wir werden sicherlich noch ein paar Elastizitätstests machen. Wenn ihr irgendwelche Tipps habt oder Ideen, was euch jetzt bei diesem Fahrzeug mal brennend interessieren wird, dann packt das wie immer unten in die Kommentare rein. Wir versuchen das gerne natürlich aufzugreifen, wenn das irgendwie realisierbar ist. Habt ihr grundsätzlich zu dem Video heute irgendwelche Fragen, auch da packt das unten rein. Ich versuche das natürlich immer so schnell wie möglich für euch zu beantworten. Und wollt ihr die zukünftigen Videos nicht verpassen, denkt auf jeden Fall dran, unseren Kanal zu abonnieren. Drückt auf die Glocke, dann kriegt ihr immer eine Info, wenn wir ein neues Video hochgeladen haben. Und von daher bedanke ich mich schon mal fürs Zuschauen und wir sehen uns wie immer beim nächsten Video.